So, ich möchte jetzt mal versuchen zu erklären, wie eine Elektronenröhre funktioniert. Dass sie erst einmal wie eine Röhrendiode funktioniert. Also bei einer Röhrendiode haben wir eine Kathode, die geheizt wird. Also eine Heizung, die ein Metallröhrchen erwärmt, also auf etwa 800 Grad bringt. Wenn am Metallröhrchen Minus ist und auf der Anode Plus, also die Elektronen fließen ja immer von Minus nach Plus, dann lösen sich die Elektronen aus den Metallröhrchen raus, aus den geheizten Metallröhrchen, schweben hier, werden aber von der Anode angesaugt, weil die ja Plus ist, die Elektronen sind negativ geladen. Und auf der Anode ist positive Ladung, also Plus. Negative und positive Ladung ziehen sich an, also bewegen sich die Elektronen von der Kathode zur Anode und der Strom fließt. Wenn allerdings auf der Kathode Plus ist und auf der Anode Minus ist, die Kathode wird geheizt. Dadurch, dass die Kathode geheizt wird, lösen sich aus der Kathode Elektronen. Wenn die Kathode jetzt, die Elektronen sind negativ geladen. Wenn die Kathode jetzt positiv geladen ist, dann bleiben die Elektronen nahe der Kathode, weil die negativen Elektronen, die wollen ja eher zur positiven Ladung. Und negative Elektronen werden von einer negativen Anode abgestoßen. Das heißt, wenn hier Minus ist, das heißt, die Elektronen stehen da an, wollen zwar raus aus dem Material, können aber nicht, weil das Material nicht beheizt wird. Und Elektronen können nicht einfach so aus dem Metall raus ins Vakuum, in die freie Umgebung. Die können nur bei der Kathode raus in die freie Umgebung, aber auch nur, weil die Kathode geheizt ist, also sie heiß ist. Dadurch können die Elektronen die Kathode verlassen. Die Elektronen fließen aber nicht zur Anode, weil er von der Anode, die Anode negativ geladen ist, negativ und negativ stößt sich ab. Und so bleiben die Elektronen bei der Kathode. Die Ionen fließen über die Kathode ab nach Plus. Von Minus können aber keine neuen Elektronen nachkommen, weil das nicht geheizt ist. Und dadurch fließt kein Strom. Also bei einer Röhrendiode, wenn die Kathode Minus ist und die Anode Plus, dann fließt der Strom von der Kathode zur Anode. Also von der geheizten Kathode zur Anode. Und wenn die Kathode auf Pluspotential liegt und die Anode auf Minus, da die Elektronen negativ geladen sind, werden sie eher wieder in die Kathode gehen, als zur Anode wandern. Und da die Anode nicht geheizt wird, können keine Elektronen oder kaum Elektronen aus der Anode, also die Anode verlassen. Daher fließt in die Richtung kein Strom.